Aber jetzt mache ich mich erstmal auf eine kulinarische Entdeckungsreise. Die vietnamesische Küche ist einer der besten Gründe für eine Reise nach Hanoi. An jeder Straßenecke gibt's Dinge, die bei uns so vielleicht nicht im Topf landen würden. Aber genau das macht sie so reizvoll. Noch dazu, alles ist wirklich vergleichsweise günstig. Und so isst man hier in Vietnam. Ein Hotpot, so einen heißen Topf mit Brühe drin, mit Meeresfrüchten, mit Rind und ein bisschen Schweinefleisch, mit viel Grün, ausgesprochen gesund und wahnsinnig preiswert. Ja, fast schon billig. Ich sag mal, für 4 Leute kostet so ein Pot 8 Euro. Man kann hier mit, kurz gesagt, sehr, sehr preiswert und hervorragend und gesund essen. Bis es, ich sag mal, zum Nachtisch kommt. Weil bei Süßspeisen können Sie hier arm werden. Im Internet warnen Foreneinträge vor einer Gruppe fliegender Händlerinnen, die mit frittierten Süßwaren und Früchten auf Touri-Jagd sein sollen. Straßenverkäuferinnen mit landestypischen Hüten gibt es unzählige in Hanoi. Doch in einem Altstadtviertel zocken einige dieser Fruit Ladies Touristen ab. Planmäßig und wohlorganisiert. No, thank you. No, it's okay. Hey. No. Oh. It's okay. Was war denn das gerade? Boah, was ein Schrock. Nee, das kostet nichts. Ist umsonst. Nichts? Das glaube ich sowieso nicht, oder? Das ist gratis. Fotos sind umsonst. Nichts gratis. Ich bin gespannt. Also ich mache das jetzt mal mit. Die Fotos sind gratis. Oder 2 Fotos oder 3 Fotos. Kostet ja nichts. Und wenn, dann nur ein Trinkgeld, hä? Kauf eine Mango. Ach so, die Mango willst du verkaufen? Okay. Ja, also Foto ist for free, Mango I pay. Okay, alles klar. Na ja, gut, dann alles klar, bitte. Super. Mango, ja. So. No, I just want. Ich will nur eine Mango. Kann ich eine Ananas haben? Ananas, okay. Pineapple, ja, nun ist aber auch gut hier. Dieser Ananas könnte die teuerste meines Lebens werden. No, you keep. Nee, kannst du behalten. Was kostet das denn? Wie viel? Entschuldigung, wie viel? Ohne einen Preis zu nennen, schnappt sich die Dame einen großen Schein und gibt mir etwas Kleingeld zurück. 480.000 hast du mir abgenommen. Wie viel sind das? Schnell mal nachgerechnet. 20 Euro für ein Stück Ananas? Wow. Das sind 25 Dollar. Wir sind immer noch bei 10 Euro, ne? You know what? Weißt du was? Nimm's einfach zurück. 1, 2, 3, okay? Ich geb dir nicht so viel. Die soll ja ihr Geld bekommen. Was macht ihr? Sehr hektisch. 1, 2, 3. Okay. Das sind immer noch 5 Dollar für ein Stück Ananas. Ich kann dafür 2-mal Abendessen gehen in deiner Stadt. Das ist ein guter Preis. Oh, das ist aber wirklich nicht schön. Du hast dein Wechselgeld. Lady, das war eine ziemlich dreiste Nummer. Du, jetzt willst du, dass ich gehe, ne? Auf der anderen Straßenseite dreht mein Kollege Stefan. Auch er ist dran. Bambus auf die Schulter, Früchte an den Finger und abkassieren. Und jetzt bekommt der Arme auch noch Donuts. Nein, jetzt. Bitte. Probier einen Donut. Ja, der ist doch von letzter Woche. Ich habe hier süß, salzig, Schokolade und Banane. Sorry, aber ich mag den nicht, ganz ehrlich. Du musst ihn einen aber bezahlen. Ich wollte eigentlich nur über die Straße. Ich wollte nur über die Straße gehen und nicht mein ganzes Geld ausgeben. Ganz ehrlich, das schmeckt wie von letzter Woche. No, it's no good. Nein, der schmeckt. Nee, ich mag die nicht. Okay, dann bezahl den ein. Nee, nicht German, gib doch mal mein Geld. Gib mir dein Geld, 50.000. Alter, was haben wir hier, 50.000? Das sind hier 2 Euro. 2 Euro. 2 Euro für so ein Ding. 50 sind 2 Euro. 50.000 sind 2 Euro. Und noch ein mehr, ja? Ein mit Banane. 2 Dollar. Ein mehr. 50.000. Aus der Donut-Nummer komme ich nicht mehr raus. Die fliegenden Händlerinnen scheinen ihren Spaß mit uns Touristen zu haben. Das machst du ständig, oder? Du zockst hier Touristen an der Straßenecke ab, oder? Und es ist lustig, oder wie? Vielleicht sehen wir uns später nochmal. Maybe later. Ich glaube nicht. Ist schon klar.
Nur um es kurz einzuordnen, für dasselbe Geld bekomme ich um die Ecke 5-mal so viel frische Donuts. Nochmal zurück zu den Obstdamen, den Fruit Ladies. Das Bambusgestell und der Hut sind eigentlich nur dazu da, um das Geschäft einzufädeln. Statt gratis Fotos gibt es dann überteuertes Obst. Die eigentliche Abzocke läuft aber übers Wechselgeld. Achtung bei großen Scheinen. Also wie viel hast du jetzt ausgegeben eigentlich dafür? Ich glaube, das zusammen ist vielleicht eine Ananas und zwei Bananen für 150.000 Dong. Das sind 5 Euro. 6 Euro. 6 Euro sogar. Aber Sie können sich natürlich denken, in einem Land, wo das Mittagessen 2,50 Euro, und das ist schon Luxusmittagessen kostet, ist Obst für diesen Preis nicht von dieser Welt. Ich beobachte die Fruit Ladies eine Weile. Ganz gezielt gehen sie nur auf Touristen zu. Ihr überteuertes Obst gibt's nebenan für ein paar Cent. Kann ich das haben, bitte? 30. Wie viel bitte? 30.000. 30. So ist es recht. Here you go, 13. Selbst in einer touristischen Straße verkauft diese Dame hier 2 Ananas in so einem Beutel für roundabout 1 Euro. Mehr ist es dann auch nicht. Und das ist schon teuer, aber bestimmt nicht 6 Euro.